der Weihnachtsabend. Am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über nichts ins Wohnzimmer hinein. Das Warten dauerte schon viel zu lange. Jetzt, beim Einbruch der Dunkelheit, wurde ihnen recht schaurig zumute, wurde, wie gewöhnlich an diesem Tag, kein Licht gemacht. Sie kauerten sich zusammen, als sie es pochen und rasseln hörten, und dann war ihnen, als ob ein kleiner, dunkler Mann über den Flur schlich, mit einer großen Schachtel unter dem Arm. Ach, das wird nur der Herr Drosselmeier gewesen sein, unterbrach Marie die Stille. Er wird uns etwas Schönes mitgebracht haben. Der Herr Drosselmeier war kein hübscher Mann, nur klein und mager und hatte viele Runzeln im Gesicht. Er verstand sich darauf, Uhren zu reparieren und kam immer wieder vorbei, um eine der schönen Uhren im Hause Stahlbaum zu reparieren. Jedes Mal, wenn er vorbeikam, hatte er etwas Hübsches für die Kinder in der Tasche. Mal ein Männchen, das die Augen verdrehen konnte, und mal eine Dose, aus der ein Vöglein schlüpfte, wenn man sie öffnete. Er fertigte diese Dinge selbst an und war gar geschickt darin. Zu Weihnachten brachte er immer etwas ganz Besonderes mit, etwas, was ihm gar viel Mühe gekostet hatte, und so dachten die Kinder nach, was er ihnen wohl bescheren würde. Ach, was wird nur der Herr Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben, rief nur Marie. Fritz meinte, es könne wohl diesmal nichts anderes sein als eine Festung, in der allerlei hübsche Soldaten auf und ab marschierten. Aber Marie unterbrach ihn. Nein, nein, der Herr Drosselmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt. Darin ist ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldenen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder. Und dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Garten an den See und lockt die Schwäne heran und füttert sie mit süßem Marzipan. Schwäne fressen kein Marzipan, fiel Fritz etwas rau ein, und einen ganzen Garten kann Pate Drosselmeier auch nicht machen. Nun riefen die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könne. Sie wussten wohl, dass auch die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, die sie jetzt gerade aufstellten. Einen Fuchs und Husaren hätte ich nun auch gern. Es war ganz finster geworden. Fritz und Marie, fest aneinander gerückt, wagten kein Wort mehr zu reden. Es war ihnen, als rausche es mit linken Flügeln um sie her und ließe sich ganz fern eine herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin. Da wussten die Kinder, dass nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen war zu anderen glücklichen Kindern. In dem Augenblick klingelte es mit silberhellem Ton. Die Türen sprangen auf und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, dass die Kinder ach riefen und wie erstarrt auf der Schwelle stehen blieben. Aber Papa und Mama traten in die Tür, fassten die Kinder bei der Hand und sprachen: Kommt doch nur, kommt, liebe Kinder, und seht, was euch der heilige Christ beschert hat.